und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Basti hat anscheinend gerade ein Problem, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, in der letzten Folge sind wir hier ausgestiegen, beziehungsweise auf der anderen Seite ausgestiegen, nämlich hier. Weil wir nämlich Nafalan noch suchen und ich nehme mal an, besiegen müssen. Beziehungsweise wir sind ausgestiegen, weil leider ein ungeplanter Server down gewesen ist und ich nicht wusste, wie lange es dauern würde. Wir müssen uns beeilen. Weil ich mich nicht mehr so hundertprozentig an den Endkampf erinnern kann. Oh, Hallöchen. Es ist soweit, Arkan. Das ist also die Macht der Maske von Alkosch. Kommt, wir hindern den Kult daran, Verstärkung für Latvolon zu rufen. Jetzt redet doch nicht alle durcheinander, aber sieht schon ziemlich cool aus so mit der Maske. Was noch cooler aussieht, sind diese Dornen, die da dran hängen. Kann ich hier irgendwo, ohne dass ich direkt kaputt gehe... Nutzt meine Macht. Welche Macht, Basti? Du hast keine. Oh. Das hört sich gut an. So, na komm. Hallo. Jetzt aber. Noch mehr? Nee. Das ist was anderes, okay. Ja, warum sind das so viele? Ist das wie bei Molag Bal wahrscheinlich? Nichts mit Ritual vorbereiten hier? Ich kann ihn aber, glaube ich, nicht treffen, ne? Welche Unterstützung? Schon so ein bisschen mehr Kraft habe ich schon, ne, würde ich jetzt mal sagen. Mit der Maske? Oh, wie viele kommen denn hier noch? Hallo? Benutzt Nafala rufen. Soll ich das? Hallöchen. Er ist auf jeden Fall irgendwie mit am Ballern. Oh, ich verstehe hier gerade so gar nichts mehr. Ja. Ah, komm, sie endlich. Das waren die letzten von ihnen. Vorwärts! Wir haben einen Drachen zu erschlagen. Ja, ja. Ich muss nur mal eben gucken. Hier durch, hier durch. Warum steht der jetzt so wie im Sprung da? Hallo? Na, voilà. Alles gut mit dir? Die Zeit ist gekommen. Unsere Schlacht endet hier. Wir müssen Nafala helfen. Drachengarde, zu mir. Machen wir sofort. Wir machen nur diesen blöden Chat mal aus, der im Hintergrund immer stört. Hallo. Ich weiß nicht, toll. Wie diese Sterblichen euch wiederbelebt haben. Doch das werden sie nicht wieder. Der kann auf jeden Fall keinen Schaden machen. Müssen wir erstmal hier unten hin machen. Sogar
kurzen Angriffe machen schon extrem viel Schaden. Das ist so cool. Es hat den gleichen Effekt wie damals mit Molag Bal. Oh, Entschuldigung, Zeit, ich wollte dich nicht machen. Wie kann ich dir denn helfen? Ich bin wieder frei. Keine Leichen mehr, die ihr erwecken könnt, Blood Vulon. Ich brauche nur meine eigene Stärke, um euch zu... Vokern. Oh oh. So, kleine Maskenträgerin. Mal sehen, wie ihr mit meiner wahren Macht umgeht. Rasti, es wäre gut, wenn du dich auch mal heilst zwischendurch. Fusoga! Aua! Hallo, ich bin Maskenträgerin. Mit Maskenträgern geht man so nicht um. Genau, lass dich nicht so leicht besiegen. Das werden wir noch sehen. Ja. Habt keine Angst! Saji ist da! Wir kümmern uns darum. Wir geben euch Deckung. Beschützt nach Verlag. Na, dann bin ich ja froh, dass der Drachentöter da ist. Ich weiß immer noch nicht, was das für Zufall war, von dem wir gesprochen haben. Komm, ich will ja keine Berserker, ich will Gegner. Ich will den Drachen haben. Los. Warum kämpft ihr, Bruder? Ihr habt die gerechte Aussicht auf den Sieg. Übrigens mal so kurz, mitten in der Action als kleiner Tipp nebenbei. Ihr solltet keine Pause machen und rausgehen, wenn ihr hier kurz vor Nafala seid. Beziehungsweise Navulon. Ich komme mit den ganzen Namen schon durcheinander. Weil ihr nämlich dann nochmal durch die komplette Höhle durchlaufen müsst. Durch diesen Tempel oder was das ist. Das musste ich im Vorfeld leider auch. Hab's aber nicht gewusst. Kommt hier noch was? Wo kommt der jetzt runter? Ich muss ihn wieder einfrieren, oder? Genug davon! Ich hätte euch schon vor langer Zeit töten sollen. Feuer unterm Hintern. Nein, nicht doch mal hochgehen. Ich hasse diese blöden Etappen. Anstatt dass man einfach durchbürsten kann, was viel angenehmer wäre. Na? Na? Komm, der hat noch 6,5 Millionen. Schickt entweder Gegner oder den Drachen. Bei der Drache mir lieber wäre, dann wird es schneller gehen. Jungs?
machen, lässt sich nicht verhindern. So verdient. Ihr meint, ihr könnt gewinnen? Ich bin unschlag. Ihr könnt mir kein Ende machen. Sei halte durch. Das ist aber kein guter Angriff, wenn der Khajiit noch stehen bleibt. Wir haben hart für diesen Sieg gekämpft, Drachengarde. Um die Bewohner von Elsweyr zu retten und ja, ganz Tamriel vor der Tyrannei Latvulons zu schützen. Doch unser Kampf endet hier nicht. Wie jene, die vor uns kamen, streiten wir weiter gegen die Drachen, die dieses Land heimsuchen, bis diese Plage ein Ende findet. Und für all jene, die heute ihr Leben verloren haben, spreche ich dieses Gebet. Mögen eure Flammen ewig lodern. Genau, Sai. Bin ich auch für. Darf ich jetzt looten? Ich weiß nämlich nicht, wie lange der da liegt. Ja, wir haben den Drachen besiegt. Sehr schön. Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung, dass das noch ein bisschen länger dauerte. Also der Kampf alleine. Weil ich glaube, das wäre etwas zu viel gewesen für die letzte Folge, weil, wie gesagt, wir wären dann sonst vom Server geflogen. Nein, ich mache noch keinen Cut. Ich wollte nur eben sagen, dass wir uns jetzt gleich in der auf der Insel wiedersehen. Und ich port mal eben darüber. Bis gleich. Ihr hättet die Schlacht sehen sollen, Mutter. Flammen und Eis, Schwerter und Pfeile. Es war ein Spektakel. Als Mutter muss diese schon sagen, Drachen zu erschlagen ist besser, als Erbstücke aus Tempeln zu stehlen. Das wird sich Sajin noch ewig anhören müssen. Mhm. Wie war das mit der Katze und der Glocke? Sajin wusste, wir können es schaffen. Er hatte niemals Zweifel. Schließlich sind wir die Drachengarde, nicht wahr? Die Geißel der Drachen nah und fern. Dann wart ihr also stets zuversichtlich, dass wir gewinnen würden? Nun ja, Sajin wird zugeben, dass es ein, zwei Augenblicke voller Zweifel gab, doch die gingen sehr schnell vorüber. Sie sind ihm kaum aufgefallen. Wisst ihr, Wanderin? Vergesst es. Habt ihr etwas, das ihr sagen wollt? Auf die Gefahr hin, ungehobelt zu klingen, wollte Sajin euch einfach nur danken für alles, was ihr getan habt. Als dieser aus Schwarzhöhn fortging, tat er dies auf der Suche nach Ruhm und Abenteuern. Und so kaufte er sich ein schönes Schiff und sammelte eine galante Mannschaft um sich. Allerdings... Allerdings? Allerdings sind Ruhm und Abenteuer gar nicht so leicht zu finden. Man stößt nicht oft auf Wegweiser, auf denen nach mächtigen Helden zur Rettung eines Königreichs gesucht wird. Nun, vielleicht ist das für euch anders. Ihr scheint da mehr Glück zu haben. Kommt zum Punkt, Sajin. Der Punkt ist, dass Sai-Sahan recht damit hatte, an Sajin und seiner Mannschaft zu zweifeln. Wir waren Schmuggler und keine Helden. Grobiane, die nur versuchten, genug Gold zu verdienen, um irgendwie durchzukommen. Und dann seid ihr aufgeschlagen und habt uns gebeten, euch hierher zu bringen, zu dieser Insel. Und wegen dieser Bitte hattet ihr die Gelegenheit, euch der Drachengarde anzuschließen. Und nun werden die Mondsänger noch in Generationen Geschichten von uns erzählen. Also, vielen Dank dafür, dass ihr Sajin die Chance verschafft habt, zu dem Helden zu werden, von dem er schon immer gewusst hatte, dass er in ihm steckt.
und dafür, dass wir euch auf diesem unglaublichen Abenteuer begleiten durften. Ja, das ist doch schön. Das ist nicht so schön, oder? Nee, er gehört nicht dazu. Okay, hier kam einer so halb besoffen an, deswegen. Hervorragendes Gefecht da draußen, Drachengarde. Natürlich ist eure Arbeit nicht getan. Es gibt immer noch reichlich Drachen zu erschlagen. Doch ich schwöre euch, von jetzt an helfen euch die Schilde von Senchal, wie sie nur können. Was kommt als nächstes für die Schilde von Senchal? Wir werden natürlich weiter Senchal und seine Bürger beschützen. Unser Bestes geben, um die Ordnung zu wahren. Doch ich habe auch Pläne darüber hinaus. Eines Tages werden die Schilde von Senchal ganz Pelitine beschützen. Kein Verstecken mehr hinter Stadtmauern. Und was ist mit Aelia? Werdet ihr sie bitten, sich euch anzuschließen? So gern ich meine Tochter an meiner Seite behalten würde, glaube ich nicht, dass das klug wäre. Sie ist während ihrer Zeit bei der Drachengarde so viel reifer geworden. Ihr Platz ist hier. Ich könnte nicht stolzer auf die Frau sein, zu der sie sich entwickelt hat. Das hört man doch immer gerne. Also die Tochter wird es wohl gerne hören. Ich hoffe, das ist jetzt hier, ja, auf der Etage. Sei. Genau die Kriegerin, mit der ich sprechen wollte. Genau der Krieger, mit dem ich gerade sprechen wollte. Nach langem Kampf ist die schwarze Bestie besiegt. Heute brachten wir eine Schlacht zu Ende, die die Drachengarde vor Jahrhunderten begann. Ein angemessener Beginn für unseren eigenen Orden, muss ich sagen. Wo ist Nafala? Er ist wie üblich in Gedanken versunken. Nafala mag sich als unser Verbündeter erwiesen haben, aber er pflegt dennoch nicht gern Umgang mit gewöhnlichen Sterblichen. Er sagte allerdings, dass er bei eurer Rückkehr mit euch sprechen will. Dann werde ich mit Nafala sprechen. Falls das Thema zur Sprache kommt, Nafala soll wissen, dass er sich gern in unserem Refugium erholen kann. Er ist unser Verbündeter und die Drachengarde kümmert sich um die ihren. Wie geht es euch nach unserem Sieg? Ich habe wesentlich mehr Zutrauen in unsere Drachengarde, muss ich gestehen. Als wir unseren Orden gründeten, sah ich nichts als eine bunt zusammengewürfelte Bande von Schmugglern vor mir, die kaum Erfahrung aufzuweisen hatten und in Sachen Schlachtenführung noch sehr einfältig waren. Und da gab es noch die Tochter eines Generals. Ah ja, die junge Aelia. Wie konnte ich sie vergessen? Doch wenn ich mich jetzt umsehe, sehe ich erfahrene und treue Soldaten. Krieger, die gewillt waren, ihr Leben zu geben, um Elsweyr zu schützen. Und wenn das nicht dem Geist der Drachengarde entspricht, weiß ich nicht, was es sonst tun sollte. Und was ist mit euch, Hauptmann Saisahan? Hauptmann? Ja, ich schätze, das bin ich wohl, oder? Es ist lange her, seit ich diesen Rang das letzte Mal innehatte. Damals versagte ich bei der Erfüllung meiner Pflichten. Ich ließ zu, dass mein Kaiser starb, und ich sah nur zu, wie unser Kaiserreich Daedra in die Fänge fiel. Und jetzt? Und nun habe ich eine zweite Chance, die Dinge richtig zu stellen. Vielleicht nicht im Kaiserreich, aber in einem Land, das dringend eine Drachengarde braucht, die über es wacht. Und ich rechne auch mit eurer Hilfe, meine Freundin. Wie immer. Natürlich. Ich bin die Heldin von Tamriel. Ihr alle werdet meine Hilfe bekommen. Wobei das ja nicht ganz stimmt, was er gesagt hatte. Kann man das hier mitnehmen? Nee. Der Kaiser ist ja eigentlich nicht gestorben. Also der ist schon gestorben, aber viel später. Als ich ihn geopfert habe. Was mir nicht so leicht fiel, weil ich habe ihn echt gemocht. Aber er war halt die logischste Wahl. Eine ausgezeichnete Schlacht, Akathus. Aufgrund eurer Macht ist Latvulons Schicksal besiegelt. Er wird mir nie wieder die Stirn bieten. Der Weg zum Sieg über Latvulon war ein langer. In der Tat. Und unsere Feinde schienen unsere Pläne bei jeder Gelegenheit zu vereiteln. Latvulon tötete Yagrondu, bevor er sich unserer Allianz anschließen konnte. Der Kult verwüstete Rudelheim in seinem Bestreben, die Maske von Alkosch an sich zu bringen. Doch es gelang uns, Rakajin aufzuhalten, bevor er die Maske in die Pfoten bekommen konnte.
Auch wenn das keine leichte Aufgabe war. Die Hallen der Hochmähne bergen Herausforderungen, denen sich nur wenige zu stellen wagen. Und doch habt ihr sie alle gemeistert und euch Alkoschs göttlicher Macht als würdig erwiesen. Eine Großtat, der sich nur wenige Sterbliche rühmen können. Und dann war ich in der Lage, die Maske einzusetzen, um auch noch Latvolon zu besiegen. Ihr habt euch der Maske von Alkosch mehr als würdig erwiesen. Erwartet nur nicht, dass sie alle Siege für euch erringt. Ihre Macht wurde nur durch unsere Verbindung erweckt. Sobald ich aufbreche, wird sie wieder nur eine Maske sein. Sobald ihr aufbrecht? Noch nicht. Wir haben Latvolon besiegt, aber ich spüre, dass noch eine andere Gefahr in Elsweyr lauert. Etwas Finsteres, das droht, die Ordnung meines Vaters zu stören. Wenn die Zeit kommt, dass ihr euch ihm stellen müsst, werde ich euch helfen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Und behaltet die Maske. Sie steht euch. Ja, vor allen Dingen diese Drachen-Dinger, die hinten rauskamen. Die sah total cool aus. Wir haben einen einhändigen, präzisen Dolch vom Set Marodeurhast erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ah, die Drachengarde ist hier. Ich wollte gerade sagen, wo? Ja, ich befürchte allerdings, dass er jetzt eine neue Aufgabe für mich hat. Sei, das ist nicht gut. Wenn ich jetzt mit dir rede. Ja, ich würde sagen, ich mache es tatsächlich so, weil, wenn ich mich richtig erinnere, passiert dann was, wodurch es eventuell schwierig werden könnte, da einen guten Cut zu machen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und seht es mir nach, wenn er jetzt doch noch Bezug darauf nimmt, was wir gerade mit dem Drachen besprochen haben. Ja, weil ich befürchte, dass ich sonst keinen guten Cut mehr hier machen könnte. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Deswegen sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.